alltägliche Gegenstände, die wir kaum bewusst wahrnehmen. Und trotzdem bedienen wir uns ihrer sehr häufig. Glas, Spiegel, Sanitärkeramik im Bad. Sitzen wir beim Kaffee, benutzen wir Porzellan oder Keramik, sehen Farben und Lacke auf Möbeln und Parkett. Unser Auto, wiederum Glas und Lack, der gegossene Motorblock, die Kunststoffabdeckung unter der Motorhaube. Und was ist allen Gegenständen gemeinsam? Für ihre Herstellung benötigt man einen rheinischen Rohstoff. Quarzsand. Mitten im Rheinland, direkt vor den Toren Kölns, liegt bei Frechen ein Strand. 1 Kilometer weißer Sand, fast wie auf Sylt. Hier wird seit knapp 130 Jahren Quarzsand industriell abgebaut. Und die Vorräte reichen noch für viele Jahrzehnte. Auch wenn man das hier unten vielleicht nicht glauben mag, ist der Standort in Frechen seit Generationen sehr stark industriell geprägt. Insbesondere durch die 3 großen Branchen Kohle, Steinzeug und eben Quarzsandindustrie. Wobei insbesondere die Quarzsandindustrie eine sehr lange Tradition hat. Schon die Römer haben den Frechener Quarzsand benutzt, um ihre berühmten Gläser, zum Beispiel den Diatretbecher, herzustellen. Die Identifikation des Unternehmens mit dem Standort Frechen seit 125 Jahren hängt meines Erachtens sehr stark mit dem Charakter der Quarzwerke als Familienunternehmen zusammen. Zahlreiche Gesellschafter wohnen hier vor Ort und auch viele Familien von Mitarbeitern sind schon seit Generationen hier im Unternehmen tätig. Die Grube besteht aus 2 Sohlen. Die Schichtung des 25 Millionen Jahre alten Sandes ist gut erkennbar. So ist der korngenaue Abbau mit Schaufelradbaggern möglich. Was macht eigentlich Quarzsand aus? Was sind seine Eigenschaften? Quarzsand ist eigentlich ein Strandsand, so wie wir ihn vom Urlaub her kennen. Mit dem Unterschied, dass er ganz besonders rein ist. Er besteht also fast vollständig aus Quarz, dem Mineral Quarz. Und Quarz selber hat die chemische Formel SiO2. Also Siliziumdioxid. Und unser Frechener Quarzsand hier, der besteht praktisch zu über 99% aus SiO2. Und das unterscheidet ihn eigentlich auch so von normalen Sanden, weil normale Sande haben nicht so einen hohen SiO2-Anteil, haben dementsprechend auch mehr Verunreinigungen. Und das kann man auch gut erkennen. Wenn Sie sonst immer Sande anschauen, dann sind die meist unterschiedlich intensiv gefärbt. Während Sie hier sehen, die Quarzsande hier in Frechen sind praktisch weiß. Quarz ist zum einen sehr hart und auch sehr abriebfest. Also man kann mit Quarz Stahl ritzen. Dann ist er auch sehr chemisch resistent. Er ist also chemisch kaum angreifbar. Und deswegen hat er sich ja auch bei der Verwitterung nicht aufgelöst. Und drittens, Quarz ist sehr hitzebeständig. Er schmilzt bei etwa 1550 Grad. Und eine weitere sehr angenehme Eigenschaft von Quarz ist, dass er halt farblos ist. 1884 gründeten die Essener Bauunternehmer Köhnen und Großpeter eine Quarzsandhandelsgesellschaft. Sie lieferten zunächst Streusand für Eisenbahnen, bald auch den Rohstoff an die Glasindustrie und vor allem an Gießereien. Durch die Aufbereitung des Sandes gelang es zunehmend auch die Eisen- und Stahlindustrie als Kunden zu gewinnen. 1904 nahm eine Unternehmergruppe, seit 1905 unter der Führung des Kölners August Lindemann, die Köln-Frechner Kristallsandwerke MbH in Betrieb. Als die Situation nach dem Ersten Weltkrieg schwieriger wurde, beschlossen die Konkurrenten, ihre Gruben, Werke und Anlagen gemeinsam zu nutzen. Sie fusionierten 1919 zur Großpeter Lindemann und Co. KG. Das heute europaweit tätige Familienunternehmen setzt über den Standort Frechen jährlich rund 800.000 Tonnen ab. Davon gehen 3/4 zu etwa gleichen Teilen in die Glas- und Gießereiindustrie, das restliche Viertel in die Bereiche Hochleistungsfüllstoffe, Chemie, Bauindustrie und Bauchemie.
Zunächst muss der abgebaute Sand aufbereitet werden. Über die Förderbänder gelangt er in einen Vorbunker und von dort in die Klassierung nach Korngrößen. Die Nassaufbereitung. 24 Achtkammer-Hydrosizer sortieren den Sand nach festgelegten Korngrößen. Er wandert im Wasserstrom von Kammer zu Kammer. Die großen und damit schwereren Sandkörner bleiben nach und nach zurück, während die leichten immer weiter wandern, bis sie den einzelnen Korngrößen klar zugeordnet sind. Von den einzelnen Kammern im Hydrosizer wird der feuchte, nach Korngrößen getrennte Sand in Nasssandbunker geleitet, in denen das Wasser unten abfließen kann. Nach diesem Arbeitsschritt ist der Sand immer noch sichtbar feucht. Die Quarzwerke beliefern ihre Kunden jedoch nicht nur mit Feuchtsand, sondern auf Wunsch auch mit Trockensand. Ein weiteres Produkt neben den klassierten Sanden ist Quarzmehl in verschiedenen Ausführungen, wie zum Beispiel Cristobalit. In riesigen Trommeln sorgen besondere Mahlsteine für eine extrem feine Vermahlung. Britta Franzheim, Biologin und Unternehmenssprecherin, erklärt die Besonderheiten der Mahltechnik. Diese Kugeln, die aussehen wie kleine Golfbälle, sind Aluminiumoxidkugeln, ein sehr hartes Mineral, was benutzt wird, um andere Mineralien fein zu mahlen. Aber auch das ist irgendwann abgenutzt und sieht dann nach einer gewissen Zeit so aus. Was aber nicht schlimm ist, denn das Material, was verschwindet, schädigt nicht dem Material, was wir haben wollen. Und hier sehen wir Cristobalit-Mehl, sehr feines Mehl. Das ist viel, viel feiner als zum Beispiel das Mehl im Supermarkt, was wir kaufen können. Und was aber in viele Produkte reinkommt, als Mehl in Farben und Lacke zum Beispiel oder in Straßenbelag, aber auch in keramische Produkte, Sanitärkeramik und sonstiges. In den 1920er Jahren erweiterte Otto Lindemann die Produktion und erschloss mit dem Bau eines modernen Mahlwerks neue Märkte. Die Quarzwerke expandierten zu einem überregionalen Unternehmen mit Tochtergesellschaften und weiteren Grubenbetrieben. Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Wiederaufbau aufgrund von Kriegsschäden und Versorgungsproblemen zunächst nicht einfach. Doch nach der Währungsreform 1948 ging es aufwärts. Nach einer Neuorganisation und dem Eintritt der nächsten Generation, Karl Ludwig Großpeter und Hans Lindemann, wuchsen in den Wirtschaftswunderjahren die Quarzwerke. Sie lieferten seit Mitte der 1960er Jahre die ersten oberflächenbehandelten Füllstoffe. Andere hochtechnische Produkte folgten. Im Mai 2006 schied die Gesellschaftergruppe Großpeter aus dem Verbund aus. Stand 2010: Am Standort Frechen sind knapp 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die schafft eine enge Bindung an Stadt und Nachbarschaft, auch durch Sponsoring. Das sind einmal Sportvereine, Vereine, die sich im Bereich der Jugendbildung engagieren. Und was natürlich im Rheinland auch Pflicht ist, das ist die Brauchtumspflege. Und worüber wir uns besonders freuen, das sind natürlich dann auch solche Vereine, die mit unserem Produkt unmittelbar umgehen. Also ein Highlight ist jedes Jahr ein Beachvolleyballturnier, das hier in Frechen stattfindet und das wir sehr gerne sponsern. Das Turnier findet im Sportpark an den Sieben Bäumen statt. Diese Anlage mit Sportplätzen und Schwimmbad entstand Anfang der 1950er Jahre auf einer Abraumhalde der Quarzwerke, die das Gelände zur Verfügung stellten und den Bau sponserten. Auf welchem Belag heute gespielt wird? Auf Quarzsand aus Frechen natürlich. Eine zentrale Einrichtung der Quarzwerke ist seit den 1920er Jahren das Labor. Zu seinen wesentlichen Aufgaben gehören Produktkontrolle und Produktbeschreibung,
waren Eingangskontrolle und Serviceleistungen für Kunden. Dazu kommen Prospektion, also die Auswertung von Probebohrungen und Lagerstättensicherung. Mithilfe neuester Technik und verschiedener chemischer Verfahren werden Korngrößen gemessen sowie Konzentrationen und pH-Werte bestimmt. Die ausgewerteten Daten kommen in eine zentrale Datenbank. Mit modernen Verfahren wie der Röntgenfluoreszenzanalyse, Röntgenbeugung und anderen spektroskopischen Methoden werden Quarzsande und andere Industriemineralien auf ihre Reinheit geprüft. In der 1964 gegründeten Entwicklungsabteilung finden Anwendungstests statt. Es werden aber auch neue Produkte entwickelt und getestet. War man früher hauptsächlich auf die Branchen Glas und Guss spezialisiert, ist heute die Produktpalette wesentlich breiter. Obwohl Minerale altbekannte Materialien sind, findet man immer neue Stoffeigenschaften und neue Eigenschaften, die auf den Compound, sprich den Verbundwerkstoff, später übertragen werden. Wie zum Beispiel Wärmeleitfähigkeit, Steifigkeit oder UV-Stabilität. Man findet heutzutage große Mengen an Quarzmehlen in Epoxidgießharzmassen im Hoch- und Mittelspannungsbereich. Also Elektroisoliermaterialien werden heute nicht mehr aus Keramik hergestellt, sondern aus einem Compound-Material, das zu etwa 70% aus Quarzmehl besteht. Für Innenanwendung ganz normale runtergemahlener Quarzsand und für Außenanwendung silanisierte Quarzmehle. Das heißt, die sind oberflächenmodifiziert, um dann auch noch in dem Stützisolator zum Beispiel die entsprechende Witterungsbeständigkeit zu liefern. Wir betreiben kundenorientierte Entwicklung. In unserer Entwicklungsabteilung sind etwa 50% der Kapazitäten für kundenorientierte Entwicklungsprojekte reserviert, wo Kunde einfach sagt, ich brauche ein Quarzmehl mit einer bestimmten Beschichtung und wir stellen die Muster her und überführen es später in die Produktion. Genauso wichtig sind aber Projekte, wo wir gezielt aus dem Vertrieb Informationen sammeln oder auf Messen und Markttrends feststellen. Und das werden dann strategische Projekte, die wir über längere Zeiträume entwickeln, teilweise 3 oder 5 Jahre, und dann solche neuen Materialien auf den Markt bringen. Für den Bedarf des Marktes an speziellen Füllstoffen kauft das Unternehmen zusätzlich Material aus der ganzen Welt ein. Dies ermöglicht neben der Veredelung der eigenen Sande das Angebot einer breiten Füllstoffpalette für viele Anwendungen. Zu den Spezialprodukten gehört zum Beispiel ein Quarzfeinstmehl, von dem 10 bis 20 Tonnen pro Jahr für Zahnabdruckmassen in die Dentalbranche gehen. Aber auch in der Energieversorgung des Transrapids stecken oberflächenmodifizierte Füllstoffe aus Frechen. Losen Sand transportiert man hier hauptsächlich auf 2 Arten. Entweder mit dem Zug, ein knappes Drittel kommt so zum Kunden, oder per LKW in die umliegende Region. Dafür betreiben die Quarzwerke eine Hausspedition. Der Anteil der Sackware an der Gesamtproduktion beträgt lediglich etwa 4%. Nach der Absackung stapelt die Anlage die Säcke in einer festgelegten Anordnung auf Paletten. Alle Paletten und Säcke sind beschriftet und gekennzeichnet, damit keine Verwechslungen passieren. Industriebetriebe haben es heute nicht gerade leicht.
Die Anforderungen des Marktes haben sich geändert. Neue oder modifizierte Produkte sind gefragt. Gesetze und Auflagen sind einzuhalten. Zu nationalen und globalen Krisen kommt eine veränderte Einstellung zur Umwelt und Nachhaltigkeit. Die Quarzwerke kümmern sich intensiv um diese Aspekte und haben 2010 zum zweiten Mal den Deutschen Nachhaltigkeitspreis der Kies- und Sandindustrie erhalten. Das Prinzip der Nachhaltigkeit, auch wenn es bei uns heute so im Unternehmensleitbild steht, wurde hier schon gelebt, als es das in dieser Form noch nicht gab. Nachhaltigkeit wird oft auf die Begriffe der Umwelt reduziert, aber nachhaltiges Handeln geht weiter. Nachhaltiges Handeln bedeutet, dass man guten Draht hat, A, zu seinen Kunden, B, zu den Mitarbeitern, aber eben dann auch zur lokalen Gemeinschaft, was ja eben auch zur regionalen Identität und Identifizierung beiträgt. Wir unterstützen eine Menge Bildungsinitiativen, angefangen vom lokalen Naturwissenschaftszentrum beim Gymnasium, aber genauso Schulprojekte, Kindergartenprojekte, Projekte der Erwachsenenbildung. Und, oder vielleicht gerade, auch arbeiten wir mit Initiativen des ehrenamtlichen Naturschutzes zusammen. Wir ermöglichen es also hier Fachleuten und Verbänden in unserer sehr artenreichen Rekultivierung Untersuchungen zu treiben. Und auf der anderen Seite kriegen wir natürlich von diesen Spezialisten auch sehr wertvolle Anmerkungen, wie wir die Biodiversität, also die natürliche Artenvielfalt, hier in der Rekultivierung noch effizienter verbreiten können. Was jetzt wichtig ist, wenn wir gleich die ersten Meter gehen, dann müsst ihr wirklich ganz eng in einer Gruppe bleiben, denn hier ist sehr viel Verkehr. Hier fahren Gabelstapler, hier fahren LKW und hier fährt auch ein Zug. Eine Klasse aus dem Leistungszentrum für Naturwissenschaften hat sich angemeldet und macht sich unter Führung von Britta Franzheim auf den Weg zum Absetzbecken. Wie in vielen Rekultivierungen haben sich seltene Arten wie Eisvögel und Uferschwalben angesiedelt. Auch gedeiht hier auf dem renaturierten Gelände seit einigen Jahren die fahlgelbe Ochsenzunge und das 1000-Güldenkraut. Insgesamt rund 580 verschiedene Pflanzen, von denen gut 30 zu den Rote-Liste-Arten gehören. Nach dem Motto »Der Natur auf der Spur« nehmen die Schülerinnen und Schüler Wasserproben und erkunden das Biotop. Dabei gibt es vieles zu entdecken. Auch noch, Ach ja, das habe ich in meinem Biobuch gesehen. Hast du gesehen? Nein, die können doch die anderen. Ein bisschen. Drei. Also, was alles für Sachen in diesem komischen See hier drin sind. Was für Tiere, was hier auch in der Gegend hier für Tiere sind. Man hat viel entdeckt hier, finde ich. Schöne matschige Wege hier. Ich finde es witzig. Schütteln ist alles gelöst und 5 Minuten stehen. Probier aus, wenn du meinst. Ja, ist genau. Ja, aber das ist auch noch so. Und dann kann man noch auf. Ja, bei mir kommt ein kleines Hilfe. Ein rheinischer, kaum wahrgenommener Rohstoff prägt unseren Alltag. Quarzsand. Wie ein Familienunternehmen aus der Region nachhaltig mit Rohstoff, Umwelt und Nachbarschaft umgeht, ist ein gutes Beispiel für eine zeitgemäße Bewirtschaftung im 21. Jahrhundert.